Hallo, ich grüße alle Damen, Herren, Mädels, Jungs, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt dieses Video schauen. Und insbesondere natürlich Manuel, auf dessen Video ich jetzt halt reagiere. Es ist nämlich eine Antwort auf sein Video Freiheit. Was ist das eigentlich? Beziehungsweise seine Präsentation. Da hat er ja ein paar Gedanken zusammengetragen, was ich finde, hat er auch sehr gut gemacht. Und er hat ja auch uns gefragt, also die Community, was wir dazu halten. Und deswegen jetzt dieser Vlog mit dem Thema Freiheit und Solidarität, ein Gegensatz. Die Präsentation von Manuel und natürlich auch einen Link zu Manuels Präsentationsvideo findet ihr natürlich klar hier wieder drunter. Und ich habe mir mal ein bisschen was ausgedruckt von seiner Präsentation. Den Link zu dem Dokument, wie gesagt, findet ihr auch hier unten. Und zwar die Seiten 2 und 5. Da, ich lese mal kurz die Seite 2 vor, die Gedanken. Egal welche Gesellschaftsform wir anstreben, kann es Freiheit sein, wenn wir andere zwingen würden, diese auch anzunehmen? Kann es Freiheit sein, wenn wir eine kleine Gruppe bitten, sich anzumaßen, Entscheidungen zu fällen, die dann wiederum von Millionen von Menschen getragen werden müssen? Außer jeder Einzelne würde dies aus freiem Willen tun. Wer außer du selbst könnte für dich bessere Entscheidungen treffen? Ja, ähnlich auch die fünfte Seite, ich lese sie gleich mal hinterher vor. Es geht ein bisschen in ähnliche Richtung. Kann überhaupt eine Regierung den Überblick behalten, welche individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Träume jeder Einzelne hat? Fällt es uns nicht schon schwer genug bei unseren Freunden? Kann man so qualifiziert und so gebildet sein, um den Überblick über 82 Millionen Individuen zu haben? Ja, auf diesen Fragenkomplex beziehe ich mich jetzt ein bisschen. Deswegen jetzt das Thema Freiheit und Solidarität. Also Freiheit ist auch für mich ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich finde auch jetzt bei der Frage, kann man so qualifiziert und so gebildet sein, um den Überblick über 82 Millionen Individuen zu haben? Nein, kann niemand. Kann überhaupt eine Regierung den Überblick behalten, welche individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Träume jeder Einzelne hat? Nein. Ich bin auch der Meinung, da habe ich eine grundlibertäre Einstellung, dass der Staat, die Regierung, wer auch immer, sich gar nicht so sehr einmischen sollte in die Bedürfnisse, Wünsche und Träume der Einzelnen. Der Staat sollte die Menschen nicht überwachen und kontrollieren oder vorschreiben, wie wir zu leben haben. Ja, wie wir unsere Sexualität ausleben, was auch immer. Es gibt allerdings halt einen Aspekt, und das wollte ich als Gedankenanregung halt noch zu bringen, wo die Freiheit ja doch irgendwie an Grenzen stößt und wo es doch eine Organisation geben muss, zum Beispiel sowas wie Sozialstaat, um halt so etwas wie Solidarität zu schaffen. Freiheit an sich wird ja auch oft missbraucht von den Neoliberalen. Als Freiheit des Reichen, Freiheit des Starken. Und ich glaube schon, dass wir Organisationen brauchen, die die Schwachen halt schützen. Dass man eventuell auch delegieren muss, dass man Systeme schaffen muss. Ein Finanzsystem kann nicht jeder für sich selber schaffen. Um halt die Schwachen zu schützen. Ob dies der klassische Sozialstaat sein muss,
oder ob es da nicht Bewegung gibt oder Ansätze gibt, das auf eine viel freiere Art zu lösen. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, was jedem Menschen eine gewisse Souveränität gibt. Oder ähnlich von Destiny zum Beispiel vertreten, Equal Money System. Was meiner Meinung nach wirklich die Aspekte Freiheit und Solidarität am besten miteinander verbindet. Hier ist zum Beispiel dieser Aspekt, egal welche Gesellschaftsform wir anstreben, kann es Freiheit sein, wenn wir andere zwingen, diese auch anzunehmen? Das ist halt eine schwierige Frage, weil wenn ich jedem Individuum totale Vertragsfreiheit zugestehe und er sich in keiner Solidargemeinschaft binden muss, ja, laufe ich dann nicht Gefahr, dass nur die Starken untereinander Verträge machen und die Schwachen auf der Strecke bleiben? Ja, das waren so ein paar Gedankenanregungen zum Thema Freiheit und Solidarität. Ein Gegensatz. Ja, vielleicht habt ihr oder Manuel oder auch irgendjemand anderes ja auch eine Meinung dazu und könnt es als Gedankenanregung nehmen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend.